Das ist so ein Pipcrawler. Und bin heute mal Richtung Bad Goldleuba, aber nicht in die Richtung. Hier an einem Montag. Ja, allein. Kabels halt. Ja, da wollte ich rein. Aber leider, leider, wie das so ist, ist alles verrammelt. Deswegen konnte ich nur ein paar kleine Fotos machen und musste dann wieder abziehen. Zuvor hatte ich auch noch mal eine Mühle entdeckt. Allerdings war auch alles verschlossen. Dann habe sogar noch einen Besitzer getroffen. Ja, der war ziemlich freundlich. Aber auf die Idee, mir mal aufzuschließen, kann man auch nicht. Hauptsache, die sind freundlich, die Leute. So, dann sitze ich hier an so einem Bach, wo ich vorher schon mal reingeflogen bin, fast. So. Schon wieder trocken, aber Schuh war nass. Ihr wisst ja, Katzen hassen Wasser. Aber es erfrischt doch ungemein. Der einzigste Weg, der da hochführt, wo es auch reingeht, wäre eine instabile Leiter. Die führt auch nur bis zur Wand hoch, wo man von der Leiter auf dieser Wand bzw. durch dieses Fenster springen müsste. Wäre so beim Einstieg ein Problem. Die Frage ist nur, wie steigt man wieder aus? Und das war mir ein bisschen zu riskant. Ehrlich. Naja. Ich sag mal Team Extreme, logisch, aber da müsste man auch ein Team sein. Und da ich heute alleine bin, lasse ich das mal wieder sein. Ja, vielleicht komme ich nochmal hierher mit dem Urbex aus Dresden. Mal gucken, wenn die Zeit reif ist wieder. Zurzeit hat er ein bisschen Stress, Terminstress. Und ja, er wird so Mitte August wieder vor Verfügung stehen. Mal schauen. Sonst mache ich so kleine Reisen. Und wenn das reingeht, dann geht's rein. Dann mache ich euch ein paar Bilder. Ja, schöner Tag heute. Ich glaube, blöde Scheiße. Aber ich brauche ja ein bisschen Material, ne? Und ihr braucht Unterhaltung. Ach. Ja, Katzensprung vom Fluss. Mal gucken, aber ich ziehe die Botten aus und erfrischt mich mal ein bisschen. Mir wird schon was einfallen. Stay safe.